Nach einer vorübergehenden Entspannung in der zweiten Septemberhälfte steigen die Infektionszahlen jetzt also wieder schneller. Trotzdem will Bundesgesundheitsminister Spahn die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen lassen. Rückendeckung dazu bekommt er vom Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen. Der meint allerdings, das bedeute nicht das sofortige Ende aller Corona-Maßnahmen. Auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt vor Leichtsinn. Petita Heise berichtet. Seit Mai gab es nicht mehr so viele Corona-Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 100. Die Folge: die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt, auch auf den Intensivstationen. Und das RKI rechnet damit, dass sich der Anstieg der Corona-Fälle in Herbst und Winter weiter beschleunigt. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mahnt deshalb zur Vorsicht. Wir haben uns sehr vernünftig und solidarisch durch diese Krise bewegt. Das sollte auch auf den letzten Metern so bleiben, sagt er. Eine Rückkehr zur Normalität müsse man sensibel ausloten. Denn das Risiko werde derzeit unterschätzt, warnt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Menschen beginnen wieder leichtsinniger zu werden. Vielerorts hat sich offenbar das Gefühl eingenistet, es sei nun fast vorbei. Es würde nur noch ein paar Wochen dauern und man werde ja auch nicht mehr so schwer krank. Befeuert wird dieser Eindruck möglicherweise durch die Forderung von Bundesgesundheitsminister Spahn, die derzeit geltende epidemische Notlage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen zu lassen. Die aber ist die Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Und die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder fordert vom Bund genau das: bundeseinheitliche Regeln für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Umso wichtiger ist es für uns, dass, wenn der Deutsche Bundestag zum Ergebnis kommt, die epidemische Lage zu beenden, dass wir dann trotzdem eine rechtliche Grundlage haben, um bestimmte Maßnahmen wie Maskenabstand und Ähnliches auch in Zukunft zu ermöglichen. 2G-Regelungen, 3G-Regelungen, das ist für uns wichtig, denn wir müssen einfach immer wieder auch frühzeitig reagieren können, wenn wir sehen, die Lage entgleitet einem. Auch der Deutsche Städtetag warnt vor einem Flickenteppich und fordert, die Länder müssten über den Winter weiterhin Regeln wie 2G oder 3G sowie das Tragen von Masken vorgeben dürfen. Zumal die Impfzahlen nur noch langsam steigen. Und um die gewonnene Immunisierung nicht zu verlieren, empfiehlt die Ständige Impfkommission allen Menschen über 70 inzwischen eine dritte Impfung als Booster.